Hallo Filmfreunde, herzlich willkommen zur Filmbewertung zu dem Film Halloween Ends. In diesem Film geht es erstmal nicht um Laurie, sondern um Corey Cunningham. Dieser wird zu einer Familie gerufen als Babysitter und soll auf den kleinen Jungen aufpassen, was anfangs auch erst sehr gut klappt. Aber später, wo der Junge ins Bett muss, will er natürlich nicht. Fängt an, da rumzutoben und will den Babysitter auch erschrecken, weil Halloween auch wieder vor der Tür steht. Und schließt den Babysitter schlussendlich im Dachboden ein. Und der Babysitter bekommt Panik. Der Junge lacht sich natürlich vor der Tür den Ast ab. Der Babysitter tritt die Tür ein, genau zu dem Zeitpunkt, wo die Eltern wieder von ihrer Party zurückkommen. Trifft damit den Jungen. Der Junge fliegt in hohen Bogen das Geländer runter, zwei Stockwerke, und ist natürlich sofort tot. Die Eltern natürlich sofort aufgebracht, gar keine Frage. Und der Richter sieht es aber auch, dass es nur ein Unfall war. Trotzdem ist er in der Stadt gebrandmarkt. Dann kommt eine Gruppe Jugendlicher, die dann den Corey aufmischen wollen und auch verletzen. Dann kommen unsere Laurie, unsere Jamie Lee Curtis und hilft ihnen dann, die Jugendlichen zu verscheuchen. Als sie sieht, dass er verletzt ist, bringt sie ihn zu ihrer Nichte, Alice Nelson, die sich dann auch um ihn kümmert und wo es bei den beiden auch ein bisschen anfängt zu knistern. Später wird Corey dann wieder von den Jugendlichen heimgesucht, sagen wir jetzt mal so. Versteckt sich unter einer Brücke, geht in so ein Abflussgewölbe rein und dort steht er. Michael Myers, den Mann, den man seit 4 Jahren nicht mehr gesehen hat. Ja. So viel zur Story. Man kann sagen, dieser Film ist gut gemacht. Der ist wirklich gut gemacht. Also ich habe leider nicht die Zeit gehabt, alle Filme nochmal anzugucken. Aber von dem, was ich so noch aus meinem Gedächtnis hervorrufen konnte, muss ich sagen, der Film hat Spaß gemacht. Im Sinne von, dass ich gut unterhalten wurde. Er hat seine Jumpscares, er hat seine Horrormomente. Das ist alles sehr gut gemacht. Und ich finde Jamie Lee Curtis immer noch eine Top-Schauspielerin. Da gibt es nichts dran zu meckern. Auch die anderen Schauspieler, die da jetzt teilweise neu mit dabei sind, super. Hätte ich jetzt alle anderen Filme gesehen, hätte ich vielleicht zu den ein oder anderen Schauspielern auch gesagt, ach, das ist er hier. Habe ich aber leider nicht geschafft. Von daher ist mir da vielleicht das ein oder andere entgangen, was vielleicht schade ist. Auch die Effekte, die plastischen Effekte, super gut gemacht. Sieht alles nicht künstlich aus, sondern sehr realistisch aus. Die haben wirklich sich viel, viel Mühe gegeben. Ich wüsste zwar gerne mal, wie viele Stunts Jamie Lee Curtis dann selber gemacht hat. Aber alles in allem muss ich sagen, der ganze Cast tut wirklich sehr gut miteinander harmonieren. Also das passt alles schon richtig gut. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, also kurz zusammengefasst, der Film hat eine okaye Story, weil viel Story braucht man für den Film ja nicht. Aber man hat sie gut in die Neuzeit reingesetzt. Dann hat der Film gute Effekte, gute Schauspieler, sowohl Jamie Lee Curtis als auch die anderen alten und neuen Schauspieler sehr gut. Das passt soweit. Das passt wirklich gut, das kann man so machen. Das ist richtig gut umgesetzt. Aber trotzdem hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Also ein bisschen Luft nach oben wäre zwar noch gewesen, aber absolut eine Anguckempfehlung. Also von daher kann ich euch sagen, guckt euch den Film an, wenn ihr Halloween und das ganze Story-Konstrukt mögt. Schaut euch den Film an. Ich gebe dem Film
volle vier Sterne bzw. vier Totenköpfe und somit eine klare Anguckempfehlung. Nächste Woche gucke ich mir entweder Der Nachname an oder ich schaue mir Black Adam an, wenn ich dafür noch eine Karte kriege. Soweit, so gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.